Überdosis gewesen sein? Sie ist in letzter Zeit häufig versetzt worden und war eine Weile nicht bei ihrem Psychiater. Sie litt eindeutig an Depressionen. Woher wissen Sie das alles? Sie hat es mir gesagt. In Krankenhäusern gibt es gewisse Regeln. Wenn ein überkompensierender, aufgepumpter, am ganzen Körper rasierter Chirurg schwul zu sein scheint... Ist das eine neue Trainingsmethode? Nein, wieso? Der sieht heiß aus, was? Ist er meistens auch schwul. Und bei Organtransplantationen bedeuten gute Nachrichten für den einen Arzt... Alle mal herhören. Ich hab unsere Organe. Meistens schlechte Nachrichten für den anderen. Entnehmen Sie Ihre Organe. Danke. Sagen Sie mir nur eins. Hätte hier noch irgendjemand etwas unternehmen können? Nein. Mit Ausnahme von mir. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Patienten mit einem neuen Organ erholen. Ob nun Mrs. Sykes mit ihrer neuen Leber, Mr. Dennison mit seiner neuen Herzklappe oder Dave. Na, wie fühlt sich die neue Niere an? Sie hängt da so locker drin, aber ich gewöhne mich dran. Ja, ganz bestimmt. Ich danke Ihnen für alles, Mann. Keine Ursache. Ha, okay, Herrschaften, kommt mal her und hört mir zu. Ich glaube, wir wissen alle, wie selten es vorkommt, dass man so einen Triumph erringt. Aber da wir von Patienten umgeben sind, deren Leben am seidenen Faden hängt, verteile ich die Lorbeeren lieber im Flüstermodus. Und da ich Egomane bin, gar keine Frage, geht das erste Lob an mich. Raus mit den Sprüchen, Herrschaft. Sie sind der absolute Superheld. Sie sind ein Gott. Sie sind ein bombastischer Heiler. Das war allerdings kein völliger Alleingang von mir. Nein, ich muss hinzufügen, es war außerordentlich gute Arbeit, die alle Beteiligten geleistet haben. Ich verstehe kein Wort. Was sagt er? Gehen Sie in Rente, Bob. Nur weil ich Ihr hirnrissiges Geflüstere nicht verstehe, heißt das noch lange nicht, dass ich alt bin. Im Gegenteil, ich gehe jetzt in mein Büro und spiele mit meinem neuen Computer. Oh, was ist das für einer? Einer mit Bildschirm. Ich habe ihn genau verstanden, aber der Witz musste raus. Das ist ein Klassiker. Und warum bist du nicht aus dem Häuschen vor lauter Lobhudelei wie die anderen? Du scheinst nicht zu wissen, dass ich allerhöchstens einmal im Jahr ein Lob verteile. Und du wie ein Eichhörnchen die Eicheln der lobenden Worte horten musst für die kommenden kalten, sarkastischen Monate, die dich erwarten. Jeder Idiot hätte gesehen, dass Jill in Schwierigkeiten ist. Und ich bin Arzt und daher... verantwortlich für ihren Tod. Dann sagte er das, was ich mir nie hätte träumen lassen. Wie wär's, wenn wir zwei was essen gehen? Das wäre jetzt gut. Komm. Oh mein Gott, er sieht so traurig aus. Ich will ihn nur knuddeln wie ein riesiges, schwules Baby. Das ist doch der Hammer. Vor einer Stunde habt ihr ihn noch gehasst. Vor einer Stunde war er noch nicht unser schwuler bester Freund. Lasst ja den Tots da zufrieden. Denn jedes Mal, wenn ihr beiden euch einmischt, wer muss da leiden? Meine Wenigkeit. Ihr wisst doch noch, als der Hausmeister den Chiropraktikerkurs gemacht hat, zu dem ihr ihn ermutigt habt. Leute, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. Also... Aber dir passiert nichts. Ich habe das an 4 Mops ausprobiert. Und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Schön locker. Ja. Auf 3. 1, 2... Besser? Ja? Dir geht's gut, wir machen das jetzt. Klingt das, als würde es mir gut gehen? Das kriege ich wieder hin, mein Freund. Und auf 3. 1, 2... Au! Ja? Nein. Du schuldest mir $500. Verzeihen Sie, hätten Sie ein paar Minuten Zeit für die AIDS-Forschung? Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob wir das so schnell gebacken kriegen. Folgender Vorschlag. Wir setzen uns darüber und brainstormen, während wir die Sandwiches vertilgen. Flachzange, komm. Ein klassischer Cox. Wissen Sie, was ich dachte, als ich mit Jill zum Mittag gegessen habe? Was denn? Gott, ist die Tussi nervig. Ich habe sie auch im Supermarkt gesehen, aber ich quäl mich deshalb nicht rum. Und willst du wissen, wieso? Wieso? Weil sie nicht im Krankenhaus war und ärztliche Hilfe gesucht hat. Wir sind ihr rein zufällig in der großen, weiten Welt begegnet. Versteh mich nicht falsch. Wird einer angeschossen oder kriegt einer eine Herzattacke und ich bin physisch gesehen der nächste Arzt an Ort und Stelle, dann greife ich selbstverständlich ein. Aber sonst geht nichts. Ich meine, das wäre doch wirklich viel zu viel verlangt. Okay, alles klar. Nein, gar nichts ist klar.
Fängst du erst mal an, dich für Todesfälle verantwortlich zu fühlen, die nicht deine Schuld sind? Mein Freund, da schlägst du einen gefährlichen Weg ein, bei dem es kein Zurück mehr gibt. So sind schon eine Menge guter Ärzte kaputt gemacht worden und ich lasse nicht zu, dass dir das auch passiert. Und so wie er das sagte, glaubte ich ihm auch. Da ist er! Los! Schnell! Todd, hast du eine Sekunde Zeit? Ich will gerade ins Fitnessstudio fahren. Genau darum geht es ja. Wow! Ist es etwa abgebrannt? Lüg mich ja nicht an. Wir wissen von deiner Situation. Du versteckst dich vor dir selbst. Das darfst du aber nicht tun. Wir akzeptieren dich. Ganz gleich, wen du liebst. Der Todd ist verwirrt. Ach, mein kleines Baby. Du hattest Unrecht, es lief super. Ich meine, am Anfang war Todd etwas aufgewühlt, aber am Ende hat er gesagt, wie froh er ist, dass er jetzt nicht mehr mit einer Lüge leben muss. Und dann hat er mir Zöpfe geflochten und alles wieder rausgemacht, weil er meinte, sie stehen mir doch nicht. Oh, er ist ja so ehrlich. Es war toll. Es war, als hätte er sich in einen anderen Menschen verwandelt. Ja. Gott, ja. Was wird das für eine Zukunft, wenn dieses anzügliche Schwein nicht mehr die Flure unsicher macht? Hey, Mickhead! Ist der Knackarsch für mich? Das will ich doch hoffen. Ihr müsst ja unheimlich stolz auf euch sein. Todd, was machst du da? Ich lass den Schwulen raushängen. Na, Kumpel, wir sollten unbedingt mal miteinander schlafen. Ich hab gewusst, dass ich drunter leiden muss. Was ist denn hier los? Allen geht's schlechter. Mrs. Sykes zeigt periphere Neuropathien und mein Herzklappenpatient leidet an partiell komplexen Anfällen. Wie fühlen Sie sich, Davy? Ziemlich gut. Meine Füße sind taub. Halten Sie die Ohren steif, okay? Ja. Das kapiere ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Perry, gerade kam der Autopsiebericht zu Ihrer Spenderin Jill Tracy. Es war keine Überdosis. Und urplötzlich fiel jede Verantwortung, die ich verspürt hatte, von mir ab. Doch wie ich schon sagte, gute Nachrichten für den einen bedeuten oft schlechte Nachrichten für den anderen. Sie ist an Tollwut gestorben? Herrschaften, alle unsere Transplantationspatienten sind infiziert. Wir wissen jetzt, womit wir es zu tun haben. Also ran an die Arbeit, wir packen das. Todd, das war eine Wahnsinns-OP heute. Danke, Mann. Du warst doch heute Morgen unter der Dusche der Wahnsinn. Naja, nudelmäßig. Todd! Was ist? Hör auf damit! Du solltest deine sexuellen Neigungen akzeptieren, damit du dich selbst annimmst und aufhörst, so ein Ekel zu sein. Tut mir leid. Die ganze Geschichte ist angsteinflößend. Ich weiß schon nicht mehr, wer ich bin. Komm her. Komm her. Wir sind immer für dich da. Hey, was soll das? Bin Motorboot gefahren. Und nochmal herzlichen Dank, dass ihr mich geoutet habt. Tussis stehen auf Tunden. Hey, Lisa, ich hab gehört, dass du alles abgestritten hast. Gib's zu, wir haben gebumst. Mein Vater war gestorben, ich war traurig. Ich aber nicht. Dann war das Ganze nur eine Masche? Oh, und ich habe dich gestern in die Umkleidekabine mitgenommen, als ich die BHs anprobiert habe. Das war ein ganz besonderer Moment für mich. Einfach unglaublich. Er hat Hanni und Nanni gesehen. Oh, macht nichts, wenn ihr jetzt weggeht, ihr Süßen. Denn ich sehe euch so gerne von hinten. Da gibt's nichts zu schimpfen. Da auch nicht. Oder da. Oder da. Was sind sie denn jetzt? Ich bin der Todd. Wir taten, was wir konnten, um die Transplantationspatienten am Leben zu erhalten. Aber die Chancen standen gegen uns. Zuerst verloren wir Mrs. Sykes. Smiles politely back at you. You stare politely right on through.